Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Montag, den 30. Mai. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, mich faszinieren uralte kleine Religionen, die nur noch ein paar Gefolgsleute haben, fast noch mehr als die großen mit Hunderten von Millionen oder Milliarden Mitgliedern. Und von einer solchen Religion ist heute zu sprechen, das sind die Mandäer. Anfang des Jahrtausends lebten von ihnen noch zwischen 50 und 70.000 im Irak, dieser Wiege der Menschheit, auch der religiösen Überlieferungen. Und heute ist aber die Zahl der Mandäer im Zweistromland und im Iran sehr zurückgegangen. Viele mussten auswandern. Sie sind grundsätzlich pazifistisch, lassen sich nicht einziehen und lösen von Kind auf ihre Konflikte durch Kompromisse und nicht durch Gewalt. Und das passt halt leider nicht in die immer schärfer werdenden Konfliktlinien der Auseinandersetzungen. Ganz weiß sind sie gekleidet, wenn sie Gottesdienste halten. Sie möchten und sollen in der Nähe der Flüsse leben. Flüsse sind etwas Heiliges und Offenbarendes für sie. Es ist ihnen von den Gründen ihrer Religion her verboten, die Umwelt zu verderben. Eben aus diesem Grund, weil göttliche Energie durch die Flüsse zu ihnen kommt, wie sie glauben. Ihr letzter Prophet ist Johannes der Täufer gewesen. Den ehren sie als gleichsam Stifter ihrer Religion, in der es auch heilige Bücher gibt. Die Taufe, mit der Johannes ja angetreten ist, die können sie anders als die christliche Taufe mehrmals vollziehen, kurz nach der Geburt und dann bei der Ehe und noch, glaube ich, bei anderen Gelegenheiten. Eine Taufe zur Umkehr und zur Vergebung der Sünden hat Johannes als Vorläufer des Herrn im Auftrag Gottes an den Jordan gebracht. Und so verstehen es die Mandäer auch noch. Wer getauft ist, soll sich von der Sünde fernhalten und ein gutes Leben führen, mit dem er anderen nicht zur Last wird, sondern ihnen dient und ihr Leben fördert. Also das sind schon ehrfurchtgebietende Leute, die unter viel Verfolgungsdruck geraten sind, oft zwangsislamisiert wurden und die man am besten respektvoll in Ruhe lassen sollte. Ein Grund, warum sie nicht stark wachsen, ist, dass sie nicht missionarisch sind und dass man aus der Gemeinschaft ausscheidet, wenn man nicht innerhalb ihrer heiratet. Also eine Endogamie nennt man das in der Religionswissenschaft und das macht es natürlich schwierig, dann in auskömmlichen Zahlen erhalten zu bleiben. Möge der heilige Täufer, auch wenn seine Mandäer vielleicht nicht alles richtig verstanden haben, was er wollte, möge er die vom Himmel her die Hand über sie halten, damit sie weiter in Frieden ihrer Religion nachgehen können. An sie muss man denken, wenn heute aus der Apostelgeschichte die Rede ist. Während Apollos sich in Korinth aufhielt, durchwanderte Paulus das Hochland und kam nach Ephesus hinab. Er stieß dort auf einige Jünger und fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Da fragte er sie: Auf welche Taufe seid ihr denn getauft worden? Sie antworteten: Auf die Taufe des Johannes. Paulus sagte: Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen Jesu des Herrn taufen. Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren im Ganzen ungefähr 12 Männer. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Diese Freimut und Ungeniertheit der 12 Männer, die entzückt mich. Wären wir doch heute auch so ehrlich, dann ging es bei uns einfacher weiter, wenn wir einfach benennen könnten, was uns fehlt. Nachher fehlt es ihnen nicht mehr. Die Taufe, die scheint Paulus nicht selber gespendet hat, und wohl aber die Handauflegung als schon alttestamentliches Zeichen der Übertragung von Gott erbetener Kraft und Macht, die bewirkt einen
Umschwung in ihrem Leben. Der Geist Christi kommt auf sie herab und wie es charismatische Christen oft erleben, reißt sie wirklich von den Stühlen und sie kommen in den Genuss der Geistesgaben. Für die aufgeschlossenen Apostel immer ein Zeichen dafür, dass Gott sich nicht in die menschengemachten Grenzen von Religionen einsperren lässt. Sein Heil ist für alle und soll bis an die Grenzen der Erde gehen. Um diesen Heiligen Geist bitten wir auch heute am Montag der Woche, an deren Ende das Pfingstfest gefeiert wird, eindringlich. Veni Sancte Spiritus et emitte Coelitus, Lucis tue radium, Veni Pater Pauperum, Veni Dator Munerum, Veni Lumen Cordium, Consolator Optime, Dulcis Hospes Anime, Dulce Refrigerium, In Labore Requies, In Estu Temperies, In Fletu Solatium, O Lux Beatissima, Reple Cordis Intima, Tuorum Fidelium, Sine Tuo Numine, Nihil est in homine, nihil est in oxium, Lava quod est sordidum, Riga quod est aridum, Sana quod est saucium, Fove quod est frigidum, Flecte quod est rigidum, Rege quod est devium, Datu is fidelibus, Inti confidentibus, Sacrum septenarium, Da virtutis meritum, Da salutis exitum, Da perenne gaudium. Amen. Halleluja. Mit diesem Geist und seinen Gaben segne und behüte sie der Herr.